Hi, willkommen bei Sozialberufen. Mein Name ist Doreen und ich möchte dir mit dieser Podcast-Serie ab und zu ein bisschen Inspiration, Motivation und auch ein paar neue Blickwinkel schenken, um in deiner sozialen Berufung mehr anzukommen und mit mehr Spaß dein Leben zu genießen. Also bleib gespannt, wen ich heute eingeladen habe oder über welches Thema ich heute mit dir sprechen werde. Mehr gibt's im Abspann. Bis gleich. Hallo beim Sozialberufen Podcast. Heute mit einer neuen Episode und wir haben Jenny bei uns. Jenny ist Intensivschwester, sie ist Mutter und sie ist Gigworkerin. Was das alles bedeutet, erzählt sie uns gleich. Und die spannende Frage ist natürlich, was ist für dich soziale Berufung, Jenny? Wieso arbeitest du im sozialen Bereich? Warum? Ist eine ganz, ganz einfache Frage, also ganz, ganz einfache Antwort ist, dass ich eigentlich schon immer mit Menschen, also irgendwie am Anfang war es mit Tieren arbeiten. Ich arbeite immer noch gerne mit Tieren, aber ich wollte was erreichen, ich wollte was tun und für Menschen. Und als ich damals in der Schule ein Praktikum gemacht habe, Schulpraktikum 2 Wochen, war das ziemlich schnell raus, okay, diesen Job möchte ich machen mit 16, und es hat sich gefestigt bis heute. Also ich habe mit 16 meine Leidenschaft gefunden, irgendwie. Natürlich aber auch mit ganz starken Grenzen, wo ich gesagt habe, als ich nach Hause gekommen bin, meiner Familie das erzählt habe, ich gesagt habe, ich mache den Beruf. Ich werde aber ganz klar keinen von euch pflegen, weil ich glaube, dass das für mich psychisch wirklich noch eine, also eine mental, das, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ne? Da war ich ehrlich zu mir und auch ehrlich zu meiner Familie. Und ich möchte den Beruf auch nicht missen. Ich weiß, dass immer viel. Natürlich, ich kann auch meckern und der Beruf ist auch anstrengend, aber der Beruf hat viel zu viele schöne Seiten und viel zu viele schöne Facetten, dass ich ihn nicht missen möchte. Deswegen, also, ich bleibe da, wo ich hingehöre. Super. Und darüber sprichst und schreibst du ja auch ganz viel. Wir haben uns bei Instagram entdeckt und du bist ja nicht nur bei Instagram, du warst ja auch schon in Reportagen im Fernsehen. Du wirst auch immer gern von den Klinikleitungen auch mal für ein Foto missbraucht. Also du bist so ein bisschen medienträchtig, das ist schon cool. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil du auch so für die Zeitarbeit gehst und gerade für Gigwork. Und du bist ja eine der ersten, die dabei war. Ich selber habe nicht so viel Erfahrung. Ich war mal ein halbes Jahr in der Zeitarbeit. Arbeitsfirma 2000 in Berlin. Es war eine Katastrophe. Deswegen habe ich das Thema komplett ausgeblendet. Aber du bist da so begeistert von, dass ich dich einfach hierher gezerrt habe und dich fragen will, was ist denn das Besondere an Zeitarbeit und vor allen Dingen an Gigwork? Wieso bist du da so dafür? Möchte ich aber erstmal aufklären, denn Gigwork ist ja Zeitarbeit. Ach so? Ach, Ist kick auch an. Zeit. Nee, 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 genau. Das ist das, was viele immer falsch vielleicht sehen oder erstmal verstehen. Ja. Gigwork ist auf Zeit arbeiten. Also Gigwork ist im Endeffekt ein neues Arbeitsmodell zu der Zeitarbeit dazu. Zeitarbeit kenne ich auch, möchte ich, muss ich nicht wegdenken, möchte ich nicht wegdenken, aber Gigwork möchte ich mir gar nicht mehr wegdenken. Können diese Schleichwerbung machen, aber Gigwork ist ein neues Arbeitsmodell. Und zwar ist das ja von einem sehr, sehr netten Herrn gegründet worden, der halt auch aus dem Bereich Personalmanagement tätig ist oder war und der sich halt auch, der auch in Kliniken gearbeitet hat, der halt auch sich Gedanken dazu gemacht hat, natürlich auch gesehen hat, wie es dort mit den Mitarbeitern läuft und welche Möglichkeiten man an Budget und solche Sachen hat und natürlich aber auch gesehen hat, was auch so ein Zeitarbeiter mal kostet. Und es gab ja früher mal die Freelancer. So, und die sind ja eigentlich durch Deutschland oder durch die Regierung abgeschafft worden. Und sein Sohn, ganz, ganz toll, ist selber Krankenpfleger dann geworden und hat natürlich dann auch berichtet. Er hat natürlich auch gesehen, was er so erlebt hat. Ne? Und die beiden haben sich zusammengetan, haben gesagt, das müssen wir irgendwie durchbrechen. Also wir müssen es schaffen, irgendwie die Leute wieder fest ins Haus zu bekommen, mit vielleicht Benefits oder Vorteilen für die Festanstellungen, aber vielleicht wollen die Leute trotzdem die Art Flexibilität ein bisschen behalten. Ne? Vielleicht wollen sie doch nur befristet gehen, so wie die Freelancer früher oder so ein Zwischenteil wie Zeitarbeit und Freelancer. Und ich, wir sagen immer, die 2 netten Herrschaften sagen immer Jobs, Airbnb für Jobs und ich sage immer wie Tinder für Jobs. Naja, auf jeden Fall, das Gute daran ist, ich habe bei Gigwork das Positive gesehen. Man kann sich, Gigwork ist, läuft so, wir haben ein digitales Vermittlungsportal entwickelt, wo du dich als Arbeitnehmer kostenlos registrieren lassen kannst. Also du registrierst dich und machst dein Portfolio dort fertig
Und die Kliniken oder Einrichtungen, die zahlen praktisch im Monat eine Flatrate. Ich nenne jetzt mal keinen Preis, weil das sind unterschiedliche, aber auch nicht hoch. Das sage ich, du zahlst das halt einmal. Die machen dort ihre Stellenausschreibung, sei es einmal für befristet, für die Zeit, wo sie das brauchen, oder die sagen halt unbefristet. Und du kannst jetzt deine Vakanzen zum Beispiel angeben. Du sagst, ich möchte jetzt nur befristet sein. Ich gehe jetzt für 3 oder 4 Monate, habe ich so und so viele Tage oder ne, ich kann Vollzeit, Teilzeit oder Minijob. Kannst du angeben, kannst du praktisch markern in deinem Portfolio. Und so könnt ihr euch, entweder kannst du Interesse bekunden oder das Haus kann dich suchen und für dich Interesse bekunden. Das Schöne dabei ist, man ist fest angestellt. Also man bleibt schon so ein bisschen der eigene Herr. Weil man läuft natürlich, klar, man läuft ein Vorstellungsgespräch ab, man ist aber ehrlich zueinander und sagt, ja, ne, ich stelle mir jetzt hier vor, zum Beispiel, da gibt es noch den Bonus zu meinem Gehalt vielleicht, zu meinem tariflichen Gehalt noch ein bisschen mehr dabei oder die und die Schichtzulagen oder, also da gibt es ja verschiedene Benefits. Wenn man auf die Geekwork-Seite geht, kann man natürlich auch gucken, welche Benefits-Möglichkeiten man schon vorher halt angibt oder man verhandelt das halt, sagen wir mal, im Vorstellungsgespräch. Man kann aber auch natürlich sagen, als Geekworker, ich möchte nur die 2 Schichten fahren und man hat auch den Luxus zu sagen, ich möchte nur den Tag arbeiten oder nur die bestimmten Tage. Also das ist irgendwie wie so eine selbstständige Anbahnung und trotzdem bin ich die ganze Zeit im Angestelltenverhältnis und kann da auch flexibel drin. Das ist ja cool. Bin gerade ein bisschen überrascht. dass es so eine Art von Arbeitsmodell gibt. Für welche Berufsgruppen gibt es das denn alles? Das gibt es jetzt natürlich für die Pflege. Speziell versuchen wir dort den Bereich, weil es natürlich einfach Pflegenotstand gibt, dort ein bisschen was zu tun, dass die Häuser auch wieder akquirieren und sagen, wir sind bereit, diese Flexibilität einzugehen. Denn man muss dazu sagen, Geekwork kann natürlich auch Wege schaffen. Denn so wie das jetzt bei mir passiert ist, ich war befristet in meinem Haus angestellt, ja. Und in dem Moment habe ich nach ein paar Wochen mein Herz an mein neues Haus verloren und habe gesagt, so, ich gehe ab 1. unbefristet und es ist mir auch egal, welche Benefits, ich bleibe hier, weil mein Team ist toll. Und das kann natürlich vielen Leuten passieren. Also es muss nicht passieren, aber es kann vielen Leuten. Und man muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr gut angenommen worden, weil ich halt nicht als Zeitarbeiter gesehen werde, sondern einfach, weil ich zum Team dazugehöre und alle Luxus und alle Vorteile habe der Festanstellung. Du hast jetzt für die Pflege, für Altenpflege hast du dabei, du hast halt Gesundheits- und Krankenpflege, du hast Physio dabei. Ich weiß aber auch, dass die Hotelbranche dabei ist und halt auch so für Studenten, aber ausgebaut wird halt gerade der Pflegebereich, weil halt auch wirklich Pflegenotstand da ist. Ja, klar. Spannend. Und gehst du dann nur in ein Haus, da wo du sagtest ja gerade, du hast dich verliebt, du bleibst in einem Haus, also du switchst auch nicht oder so? Also ich habe ja jetzt, ich hatte ja vorne Festanstellung und habe zum Beispiel nebenbei in der Zeitarbeit gearbeitet, war tätig in der Zeitarbeit und wie gesagt, ich möchte die Zeitarbeit gar nicht wegdenken, aber ich habe gemerkt, auf die Dauer, dieses Sprunghafte wurde dann doch sehr anstrengend irgendwie. Also ich bin ja schon ein Mensch, der sich anpassen kann und der sagt, solange meine Pflege zu 100% meins bleibt und sauber und vernünftig, kann ich das, glaube ich, in jedem Haus abliefern, weil 100% saubere Pflege ist halt das Wichtigste, dass ich nicht alle Standards weiß von dem Haus, okay, aber ich habe diese Sprunghaftigkeit, wurde mir zu anstrengend. Ja. Und ich habe halt auch diesen Unmut gemerkt. Ne? Die Leute, also viele Leute waren, oh Gott, und wieder ein Zeitarbeiter, oh Gott, und was kann sie denn jetzt? Und oder sie waren wirklich schon von vornherein schon so abgenervt, ohne deine Person zu kennen. Und ich bin durch einen Freund auf Geekwork gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin jetzt fest angestellt, ja, als Geekworkerin. Und so werde ich manchmal auch noch genannt von meinen Teamkollegen. Aber es ist so die Option, dass ich sage, ich mache zum Beispiel einen Zweitjob oder einen Minijob als Geekworkerin demnächst. Das passiert auch. Ja. Ja. Das bleibt. Das ist mein Handy, das ist der Wecker. Alles gut. So. Was ich spannend finde, ist, dass du sagst, dass in der Zeitarbeit, da ist ja das primäre Argument, dass man sehr flexibel immer mal wieder woanders sein kann. Du kannst in der Zeitarbeit natürlich auch länger irgendwo sein, aber ich glaube, 3 Monate darf es dann immer nicht überschreiten. Da gibt es irgendwelche so merkwürdige Verträge. Jedenfalls kann ich mich noch erinnern an meine Anfänge, wo ich echt jeden Tag woanders war und das war für die Teams natürlich mega bescheuert, weil eh du immer die Räumlichkeiten verstanden hast, war der Dienst schon wieder um und nächsten Tag warst du woanders. Also da erschließt sich mir auch das Modell nicht und deswegen bin ich gerade total geflasht, dass es auch
anders geht. Und freue mich, dass du da so drüber sprichst. Du bist ja hauptsächlich auf Intensiv. Warum? Oh, also das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass ich in meiner Ausbildung, Entschuldigung, nie auf Intensiv wollte. Ich war in der Anästhesie in der Ausbildung und hatte auch nie einen Intensiveinsatz. Und das fand ich eigentlich auch zu anstrengend für mich. Und ich bin nach meiner Ausbildung auf einer Intensivstation gelandet und ich möchte da gar nicht mehr weg. Das schreibst du ja auch immer so. Was ist denn das Besondere an der Intensivstation? Die Intensivstation fordert einen immer, also kopflich auf jeden Fall. Ne, das ist so. Ich arbeite mit verschiedenen Geräten. Ich sag mal so, ich glaube, dass man auch so ein, hört sich hart an, wenn ich das jetzt sage, aber so ein kleiner Adrenalin-Junkie sein muss, denn auf einer Intensivstation kann es davon jetzt auf gleich einfach mal knallen. Ne? Es kann Reha losgehen, es kann Stress noch mehr losgehen, als wie auf vielleicht schon auf der Normalstation. Ich weiß es auch gar nicht mehr, wie es auf der Normalstation ist, nach 14 Jahren. Aber es ist immer so dieser Sprung dazwischen, dieser Spagat und dass ich was Neues habe, dieses Patientenbeobachtung, also das ist ja nochmal intensiver. Ne? Du musst auf alles, weil es kritischer ist. Also das ist schon das, was mich fordert. Ich lerne auch. Teilweise sage ich immer, es ist wie bei Dr. House. Ich lerne immer wieder was Neues dazu, obwohl ich gewisse Krankheiten schon kenne. Aber und Situationen, aber es kommt immer was Neues. Ja. Hast du so eine Zusatzausbildung gemacht? Nee, die kamen die zwei Kinder dazu. Die Zusatzausbildung kommt aber tatsächlich nächstes Jahr. Ach, cool. Ja, die kommt nächstes Jahr und das war aber auch, das war der Knaller, also das Haus, wo ich jetzt bin, die mich als Geekworker sofort dann eingestellt haben und gesagt, so, wollen Sie denn auch die Fachweiterbildung machen, können Sie sofort hin. Geil. Ja. Das ist cool. Was du gerade sagst mit dem Junkie sei, das finde ich echt spannend. Also ich habe das auch erlebt, dass es so im Berufsfeld der Pflege Menschen gibt, die so eher so diese routinierten Arbeiten machen, ne, die auch so stiller sind. Und dann gibt es die Junkies, die immer gerne unten in der Aufnahme waren, auch schon in den Praxiseinsätzen und dann natürlich auf Intensivstationen. Das ist schon spannend. Also meins wäre es jetzt nicht so, aber was ich beobachte ist, dass die Teams auf Intensiv oft sehr eng sind. Ja. Warum? Warum kann ich dir sagen? Also ich glaube, dass auf der Normalstation natürlich auch viel mit Vertrauen ist, aber es ist natürlich ein Unterschied. Also manchmal ist das dieses Begreifen auch. Ne? Wir haben ja dann 2 oder 3 Patienten zu betreuen. Ne? Auf der Normalstation müssen sie irgendwie 20, 30, 40 Patienten betreuen. 2 Leute, die dann irgendwie in Tagdienst sind oder so und eine sogar nur in der Nacht. Bei uns ist das dadurch, dass wir halt nie wissen, was kann jetzt passieren oder was passiert jetzt, ist das auch ein sehr hohes Zusammenspiel. Das muss eingespielt sein, das ist ein Vertrauensverhältnis und das funktioniert nur so auf Intensiv. Natürlich ist das nicht, klappt das nicht immer so. Ne? Also ich glaube nicht, dass sich jeder auf Intensivstationen liebt, aber in dem Moment müssen wir funktionieren, ob wir uns lieben oder nicht. Aber wenn da ein Notfall entsteht oder eine kritische Situation, müssen wir als Team funktionieren. Und deswegen ist das auch schon immer so, dass wir ein bisschen enger aneinander sind. Ja. Ja. Merkst du denn jetzt wir haben ja Corona, ne? Wir reden ja hier im November 2020. Habt ihr Corona-Fälle und merkst du, dass es Unterschiede gibt? Ja. Also ich glaube aber, da sind wir auch sehr ehrlich miteinander. Also wir merken, dass die Situation doch mental sehr anstrengend ist. Also man will jetzt generell, ist Intensivstation natürlich auch mental. Ne? Du hast auch vorher Infektionskrankheiten gehabt. Wir haben auch so Keime und Viren um uns herum fliegen. Ich möchte da Corona jetzt gar nicht irgendwie besonders machen, obwohl doch, es ist besonders. Es ist, weil es eine Erkrankung ist, die wir nicht kennen. Aber man merkt, dass dieser Stressfaktor, die Belastung höher ist, einfach weil wir ja auch das Ausmaß, es ist genauso wie bei der Influenza, wir wissen nicht das Ausmaß, wie viel passiert noch. Man sieht die Realität, dass die Betten, die jetzt gerade mit Corona-Patienten belegt werden, ja eigentlich sonst mit anderen Patienten belegt werden, dass OP-Stopps sind und man nicht weiß, wie geht das weiter. Und man so einen ganzen Tag in Isolation zu verbringen, einen ganzen Dienst, das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist sehr, sehr, sehr nervenaufraubend. Wir haben Corona-Patienten und für uns, unsere Verhältnisse, große Intensiv nicht wenig.
darf natürlich jetzt keine Zahlen sagen, ja, aber ja, klar. Ich sag mal mehr als 10, dann bin ich schon gut dabei. Und in den Teams macht ihr dann das, also bei uns in der Klinik, ich arbeite ja in der Reha-Klinik, und als wir im März, April irgendwann so eine Welle hatten, wurde geteilt in die, die nur noch mit den Corona-Leuten zu tun hatten, nach Hause mussten, keine Kontakte haben durften. Also wir waren fast alle in Arbeitsquarantäne. Also arbeiten ja, aber nicht einkaufen und keine Kontakte. Und da waren immer welche, die hatten nur mit den Corona-Fällen zu tun und nirgendwo anders. Und welche, die sind der reine Bereich sozusagen, die auch immer, die auch noch nicht positiv getestet waren, die blieben immer für die, die noch nicht infiziert waren, sage ich mal jetzt ganz blöd. Ist es bei euch aus? Also in der ersten Corona-Welle, nenne ich das jetzt mal so, war das für uns ja auch ein Herantasten. Also ich glaube, dass wir auch, da waren wir auch viele mit mulmigem Gefühl und sehr, sehr angespannt, weil was kommt jetzt auf uns zu? Auch viele, die vielleicht so wie ich auch das am Anfang unterschätzt haben, die auch gesagt haben, ach ja, mein Gott, ne? Es ist ja wirklich nur wie ein Grippchen. Und als wir dann die ersten Patienten gesehen haben, haben wir, oh Gott, okay, das ist keine Grippe mehr. Jetzt in der, da war das auch so, dass wir halt wirklich gesagt haben, um die Infektionskette nicht so weit auszuverteilen, gehen halt immer, wenn die Leute, die im Dienst sind, dann die gleichen rein. Sagen wir mal, es hat jetzt einer 4 oder 5 Dienste oder 6 Dienste am Stück hintereinander, dann gehen die gleichen Leute halt in diese Zimmer. Finde ich auch sehr, sehr fair. Aber der Wechsel wurde natürlich trotzdem von den Kollegen angeboten. Klar haben wir bestimmt auch Kollegen gehabt, die vielleicht mal ein größeres mulmiges Gefühl hatten, die gesagt haben, traue ich mich jetzt nicht. Aber wir sind da alle sehr, sehr fair und realistisch mit umgegangen. Jetzt ist das so, dass unsere große Intensiv getrennt worden ist. Ja, wir haben jetzt einen Covid-Intensivbereich und einen praktisch Normal-Intensivbereich, nenne ich das jetzt mal. Da gehen auch immer die gleichen Leute dann rein, die im Dienst sind, hintereinander. Genau, macht Sinn. Was glaubst du denn, was kann denn helfen zurzeit, da stabil zu bleiben bei den ganzen Belastungen? Also du bist doch Mama, du hast bestimmt ab und zu auch so eine Lockdowns zu Hause, dass die Kiddies zu Hause bleiben und du sehen musst. Wie schaffst du das, da mental frisch zu bleiben? Also ich habe natürlich das beste Beispiel, du hast es ja gerade gesagt, ich habe 2 Kinder. Bin da sehr, sehr fokussiert als Mama, weil wenn ich nicht stabil und mental irgendwie fit wirke, geht das auf meine Kinder über. Und ich habe 2 tolle Kinder. Also auch wenn sie manchmal anstrengend sind, so wie Kinder sein können, ja, habe ich 2 tolle Kinder, und meine Kinder sind eigentlich die mir immer wieder zeigen, wie wichtig es ist, nach vorne zu gucken. Ganz oft ist es auch so, dass ich mental vielleicht so wirklich mulmiges Gefühl kriege, weil ich sage, was ist in 20 Jahren? Dann erzählen meine Kinder, boah, meine Kindheit war sowieso und so, ne? Das und das ist passiert, weil ich habe halt ja einen 11-jährigen Sohn, der spürt es extrem, auch mit dem Lockdown, und der 3-jährige, ich glaube, der begreift es noch nicht so, aber ne, er spürt es auch. Mich nerven viele Dinge, da bin ich ehrlich, also auch dieses Lockdown, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, unsere Regierung hat einfach zu spät eingeschaltet. Und auch dieses, ich gucke mal von Woche zu Woche, was passiert, ist nicht sehr, sehr gut. Viele Menschen, also für mich selbst, ich bin ja eigentlich immer eine sehr eine offene und ehrliche und witzige Person. Selbst für mich merke ich, dass ich mental an meine Grenzen komme. Ja, was mache ich da? Ich verbringe die Zeit mit meinen Kindern. Das ist das, wo ich sage, wir kommen da nicht raus, und das hört sich vielleicht hart an, aber es ist immer so ein, wir müssen da durch. Genau. Leider. Das ist ein guter Tipp. Also das ist ja in vielen Krisen so, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, was kommt als nächstes, wie schaffe ich das? Man kann immer nur von Tag zu Tag, Schritt für Schritt gehen und die Sachen machen, die einem gut tun. Und du sagst es ja selbst, du verbringst dann einfach wirklich auch mal einen halben Tag auf der Couch, ne? Und dann sieht man dich so und dann sagst du so, ich mache jetzt hier nur Kinder, ich muss hier mal runterkommen. Ja, es ist natürlich, also es gibt harte Momente. Ne? Ich habe meine Oma in der Corona-Zeit verloren, ganz, ganz schlimm. Ich habe ja auch noch eine Familie, die ich halt auch gerne eigentlich besuche. Es ist halt ein Familienmensch, aber es ist auch so, dass viele meiner Familie, meine Mutter und so, halt auch vorerkrankt sind. Die sind halt die Risikogruppen. Und auch natürlich strengt das so ein bisschen an, weil man kann ja nicht nah sein. Man möchte gerne nah sein und das geht halt nicht. Und aber ich bin da realistisch. Also ich finde es ganz gut, dass ich auch eine realistische Familie habe, die sagen, boah, ne? Also wir halten uns an diese 3 kleinen Teile, Hände waschen, Abstand halten, Hygiene, weil wir wissen wirklich nicht, was da kommt und wir wollen es nicht.
Und wir verstehen auch, wenn du nicht kommst. Und das ist halt so, ich muss dazu sagen, ich habe eine tolle Familie, weil die halt sagen, Hut ab, du bist einfach für uns der Held. Und das ist auch mein Bruder, 12 Jahre jünger, sagt, bitte, liebe Schwester, fang es dir nicht ein, aber danke, dass du da bist und diesen Job machst. Ja, cool. Gerade in Corona-Zeiten und mit den Erlebnissen, die du so schon gemacht hast, was würdest du denn jemandem empfehlen, darüber, wenn jemand darüber nachdenkt, in die Pflege zu gehen? Was glaubst du, was helfen könnte, sich dafür zu entscheiden? Ah, das sind so viele Dinge. Weißt du, viele denken immer, das ist abhängig vom Geld. Natürlich ist Geld was Schönes, aber ich glaube, die Wertschätzung eines Patienten, wenn ein Patient dir Danke sagt dafür, dass er wirklich gut versorgt ist, weil er vielleicht zu Hause einsam ist oder einfach eine schwere Krankheit überstanden hat und wieder nach Hause kann und einfach zu seinen Angehörigen kann, das ist das größte Geschenk, was es gibt. Und ich finde, das ist gerade das Schöne an der Leidenschaft in der Pflege. Pflege ist, mit kleinen Dingen kann man so viel erreichen, auch in der Pflege, wo ich sage, Leute, da muss man keine Angst vor haben. Man muss keine Angst vor Menschen haben, man muss keine Angst vor dem Job haben. Na, vielleicht vor dem Dreischichtsystem schon. Aber der Job bringt so viele tolle Sachen und es prägt einen persönlich fürs Leben und deswegen würde ich vielen Leuten den Job empfehlen. Sogar, ich muss ehrlich sagen, manchmal Leute, es gibt ja ganz viele depressive Menschen, wo ich immer sage, Mensch Leute, ich glaube gerade sowas wäre für euch toll, um einfach mal zu sehen, was ihr mit kleinen Dingen erreichen könnt in der Pflege. Und das für euch auch so das Mentale wieder stärkt. Ne? Mhm. Pflege ist viel mehr als wie nur, wie die Leute immer sagen, Popo abwischen, Füße waschen, Zähne putzen. Sehr viel mehr auf jeden Fall, gerade auf Intensivstationen. Ja, super. Also ich mag ja immer, wenn du so ganz real erzählst, so ne, frei weg, Jenny erzählt jetzt mal, wie es ihr durch den Kopf geht. Das machst du auf Instagram ziemlich oft, mal in den Stories. Also wer da Lust drauf hat, ich verlinke die Jenny hier unten natürlich noch. Und jetzt zum Abschluss, vielleicht gibt es noch was, was du der Pflegewelt sagen willst. Was können wir alle gut gebrauchen? Boah, wacker durchhalten, das hört sich jetzt ganz doof an, wacker durchhalten. Ich bin froh, dass ich so viele tolle Leute auch auf Instagram schon kennenlernen durfte, die halt auch diesen Beruf ausüben oder darüber nachdenken oder auch einfach diesen Beruf wertschätzen, die vielleicht gar nicht in dem Bereich arbeiten. Liebe Kollegen, wacker durchhalten da draußen. Und für alle Leute, die jetzt irgendwie darüber nachdenken, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, lasst euch nicht aufhalten, macht das. Jeder Mensch ist dankbar dafür, wenn ihr diesen Job tut, kann ich euch sagen. Oder viele Menschen sind zumindest dankbar dafür. Und ich kann nur sagen, dieser Job ist Leidenschaft. Also dieser Job wird mit Herz gemacht und ich mache ihn gerne mit Herz. Und ich bin froh, dass es ganz, ganz viele Menschen daraus gibt, die diesen Job machen. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Dann Dankeschön für deine Zeit, Jenny. Ich drücke jetzt hier mal auf Stopp. Na, wie hat dir die Episode gefallen? Folg mir gerne auf Instagram und schreib unter dem Post der heutigen Podcast-Episode, was du daraus mitnimmst, was dich überrascht hat, was du lernst, wozu du eine Frage hast. Ich freue mich immer, wenn wir im Austausch bleiben. Du kannst auch gerne hier unten in die Kommentare was reinschreiben. Und alles, was heute in der Podcast-Folge genannt wurde, ist auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Die Teenies würden sagen, abonnier die Glocke, dann verpasst du keine neue Episode, aber du musst selbst entscheiden, ob du mir folgen möchtest, auch hier auf YouTube. Und like gerne das Video, dann denken andere, dass das irgendwie cool war, was ich hier berichte. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao!